Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hier bleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen, auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie ich eine der Nur, eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir.
Was für ein Intro, Leute. Und damit herzlich willkommen zu Horizon Zero Dawn. So, die Namensgebung haben wir jetzt abgeschlossen. Und wir sind anscheinend zwei Aussätzige oder Verstoßene. Aber das Kleine hat jetzt auf jeden Fall den Namen bekommen und sie heißt Aloy. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es hier weitergeht. Ob wir von dem Stamm aufgenommen werden, das werden wir in den nächsten Folgen oder in den nächsten, keine Ahnung, wie viele Folgen es werden. Es soll auf jeden Fall ziemlich lang werden, das Spiel. Und damit würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dranbleibt. Wenn euch diese Folge gefällt, würde ich mich natürlich auch über ein Abo oder ein Like oder auch einen Kommentar sehr, sehr freuen. Unterstützt mich auf jeden Fall in dem Projekt. Würde mich sehr, sehr freuen, wie gesagt. Genau, da würde ich sagen, schauen wir mal rein, wie es jetzt hier der Anfang ist. So, neues Spiel. Und wir spielen auf normal. Und ich wollte noch erwähnen, es ist nicht die PS4 Pro-Fassung, sondern die normale PS4-Fassung. Aber dafür sieht es natürlich verdammt gut aus, muss ich sagen. Hammermäßige Grafik. So, Schwierigkeitsgrad. Was nehmen wir denn? Einfach? Nee, normal. Ich würde sagen normal. Schwer können wir dann vielleicht im zweiten Durchgang mal machen. Aber jetzt spielen wir normal, weil wir wollen sie auch ein bisschen genießen, das Spiel. Und dann nicht gleich bei jedem Gegner sterben. So, also normal. Da ist die kleine Aloy. 6 Jahre Aloy! Später. Aloy! Und sie wird von ihrem Ziehvater gerufen. Ich schaue jetzt so kleine Kinder zu, wie sie Beeren sammeln. Du hast lauter Beeren. Ein geschickter kleiner Sammler. Ich glaube, das tut dir bestimmt ein bisschen weh, weil sie ja eine Ausgestoßene ist. Noch mehr, hm? Für so kleine Kinder ist es natürlich nicht schön, sowas. Wenn man so Außenseiter ist. Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Oh, das ist natürlich nicht schön für sie jetzt. Oh, komm schon. Oh, Ilo ist sehr sauer. Vater wird sie bestimmt nicht hören. Müssen wir bestimmt selber einen Weg aus der Höhle rausfinden. Ist das eine Art Höhle? Ja, richtig. Ein Geschenk aus der Vergangenheit. Geh in die Höhle hinein. Okay, ist anscheinend unsere erste Aufgabe jetzt. Ratten. Wir schauen uns jetzt hier mal um. Wir werden wahrscheinlich... Ich denke mal, das ist jetzt so eine Art, so ein kleines Tutorial. Dass wir die Steuerung ein bisschen kennenlernen und. Oh. Ziemlich eng. Aber ich passe durch. Da runter? Oder da lang. Drücke Viereck zum Ducken und Aufstehen. Gehen wir da mal durch. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Okay. Vielleicht erfahren wir ja schon hier jetzt ein bisschen mehr über die Story, was uns hier erwartet im Spiel überhaupt. Warum wir hier in so einer Welt sind und es da draußen Lebewesen gibt, sag ich mal, die von der Technologie her viel, viel weiter sind wie die Menschen. Okay, wir können auf jeden Fall springen.
Rost sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Okay, wir sind so eine Art Laboratorium. Aus der alten Welt scheint es so. Und irgendwie, was ist, ich weiß nicht, was das hier ist, aber es sieht irgendwie so aus wie so Schleim oder sowas. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns hier weiter jetzt um. Okay, was ist das? Das sieht irgendwie aus wie so eine kleine Rakete oder sowas. Alles schon zugewuchert, also es muss schon Jahrhunderte her sein. Wenn hier was passiert ist, werden wir bestimmt noch rausfinden, was hier auch passiert ist. So, weiter die Treppen hoch. Oh. Ich glaube, die Höhle ist ein bisschen instabil. Da vorne ist irgendwas. Es scheint eine Riesenanlage hier zu sein. Was ist das? Ein Toter! Okay. Ein Toter. Okay, da hinten sehen wir die Leiche. Die ist richtig gleich beleuchtet. Also ja, dass wir sie ja nicht übersehen. Auch wieder Stühle, sehr viele Stühle, alles zugewachsen. Da glänzt Untersuche das seltsame Gerät. Okay, Dreieck. What is that? Okay, das ist eine Art Kommunikator oder sowas. Lichter. Ein Scanner oder irgend sowas. Wie macht es das? Schalte den Fokus durch Drücken von R3 ein und aus. Okay. Okay. Okay, anscheinend habe ich jetzt hier mit dem Ding an meinem Ohr hier irgendwie die Maschinen eingeschaltet. Oder was von der Maschine noch übrig ist. Sehr, sehr geil gemacht. Okay, 28 Meter. Ich muss anscheinend da hinten hoch. Dann gehen wir noch da mal lang. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Okay, das ist ein Scanner. Bunkertür, Brandschutztür. Verstärkt, Verschluss. Integrität erhalten. Okay, anscheinend ist das Schloss erhalten. Was soll das heißen? Also glaube ich zumindest. Wie geht die nur auf? Verwende das Gerät, um den Raum zu scannen. Okay, hier scheint noch so eine Art Lichter. Bauplan zu sein. Verstärktes Platinenkabel.
Okay, elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus mit holographischen Standard-UI. Interface nicht verfügbar. Okay, da hinten scheint so eine Art Schaltkram zu sein. Da ist was. Es hängt mit der Tür zusammen. Benutze das Holoschloss. Sicherheitsverschlussport mit holographischem Display. Die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen für Holo-Schlösser in der Nähe. Okay. Schauen wir mal weiter. Wir müssen anscheinend da oben lang. Okay. Aber wie kommen wir da lang? Wie kommen wir da hoch? War nicht hier irgendwie eine Treppe oder so? Oder habe ich mich da verschaut? Was ist denn das da? Okay, das kann ich nicht scannen. Ich benutze das Holoschloss. Komme ich wieder hoch? Nö, anscheinend nicht. Geh raus hier, komm. Dann muss da oben irgendwie noch was geben. Bunkertür, okay. Also kann ich das denn benutzen? Ach, hier geht's lang. Ja, das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, hier kommt man anscheinend wieder zurück dann, oder? Ah, hier ist zu, okay. Dann gehen wir hier weiter. Alles ein bisschen untersuchen. Oh, das ist eine Ratte, okay. Gehen wir mal zu dem Schloss. Holoschloss gegen den Uhrzeigersinn drehen. Holoschloss im Uhrzeigersinn drehen. Okay, mit Viereck drehen wir es im Uhrzeiger. Okay. Farbwechsel. Kehre zur Tür zurück. Okay. Dann gehen wir doch gleich mal zurück. Wechsel an der Tür. Okay, dann muss ich es wahrscheinlich auch runterdrehen. Oder? Okay. Geschafft. Er gibt mir anscheinend den Code dann durch, wenn ich jetzt das runtergedreht habe und sagt, das ist richtig, dann muss ich es wahrscheinlich auch an der Tür dann anwenden. Oh, Leute, das sieht so hammermäßig aus. Obwohl es jetzt, sag ich mal, nur die normale PS4-Fassung ist, aber die Lichteffekte. Hammer geil. Also ich glaube, ich kann es jetzt schon sagen, dass es wahrscheinlich mit Uncharted rein von der Grafik her, vom Gameplay weiß ich es noch nicht, aber rein von der Grafik her, was ich jetzt hier so sehe, die ersten paar Minuten kann es auf jeden Fall mithalten. Oder ist vielleicht sogar besser. Okay, was ist das? Ein Audio-Log oder sowas? Kann er noch weiter ran? Nee. Okay. Finde einen Ausweg. Was ist das? Okay, der scheint auch so ein Ding zu haben. Und noch ein Gerät, wie das, was im großen Raum war. Okay. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt
trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Hey, das war anscheinend so eine holographische Nachricht an seinen kleinen Sohn. Die hat anscheinend Geburtstag gehabt und der Vater konnte nicht da sein. Sehr, sehr cool gemacht. Okay, schauen wir hier weiter. Zwing dich durch die Lücke. Dann machen wir das doch mal. Also wir gehen jetzt erstmal hier weiter gucken. Ganz schön großes Areal hier. Aber ich finde es doch cool, wenn man hier ein bisschen erkunden kann. Oh, was ist das hier? Sprachprotokoll. Datenbeschädigung. Schwer. Drücke Dreieck, um den Audiodatenpunkt abzuspielen. Ja, okay. Geht nicht. Sie haben sich im Gemeinschaftsraum aufgestellt. Wie Vieh im Schlachthaus. Aber sie haben sich angelächelt. Jana teilt Medikamente aus, als ob das Leben ein Schmerz sei, der verschwinden muss. Tja, ich nicht. Ich will nicht verstummen. Ich will nicht verhallen. Am Ende meines Lebens soll ein Punkt stehen. Keine Klammer. Nein, ein Ausrufezeichen. Also, wenn das hier jemanden aufregt. Pech gehabt. Ich schulde niemandem mehr. Irgendetwas. Okay, ich glaube, das ist alles aufgenommen worden, genauso wie die holographische Nachricht. Kurz bevor die hier gestürmt wurden oder irgendwie sowas. Okay, was ist das da? Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch. Kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber, gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht und ich denke mir, versteht außer mir niemand die Symbolik? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Okay, ein Audiotagebuch. So, wieder hoch. Wieder ein kleines Mäuschen. Okay. Warum sind Sie hier gestorben? Was ist passiert? Erhalten? Tolle Idee, Direktor Evans. Habe ich nicht schon genug für die Nachwelt getan? Wäre ich denn hier? So, wenn es nicht für die Nachwelt wäre? Ich bin fertig mit der Nachwelt. Die Nachwelt. Okay, ich glaube, die haben schon gewusst, was auf sie zukommt. Und haben hier alles noch ein bisschen gesichert und so. Okay, wir haben jetzt oben eine Art Kompass. Okay, und das zeigt uns anscheinend, wo wir irgendwelche Audio-Logs oder so finden. Oder Datenpunkte, sag ich mal. Die Erde wird sich bald auflösen wie Schnee. Die Sonne aufhören zu scheinen. Doch Gott. Na ja, klar, wenn du weißt, dass du bald stirbst, dann glaub, dann läufst du nicht mehr rund. Und Machu Picchu. Das wollte ich schon immer mal sehen. Hat nie geklappt. Warum habe ich Owen damals nicht begleitet? Blöd. Ich hätte mitgehen sollen. Tja.
Mein Gott. Was ist hier bloß abgegangen? Was ist hier bloß abgegangen, Leute? Und vielleicht ist das alles, was ich brauche. Weißt du, als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden hast, in diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln, ich musste wegschauen, sonst hättest du es gesehen. An meinem Gesicht. Das, was gerade in mir erblüht war, verstehst du? War nur eine Sekunde, aber ich wusste es. Ich wusste, wir wären für immer. Okay, sind sehr beschädigt, die Datenprotokolle. Deswegen können wir hier nicht alles hören. Hier wäre noch eins. Diese Richtung. Das sehen wir natürlich auch noch an. Und bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unserer Schuld. Ich meine, unseres Todes. Tut mir leid. Ist lange her. Medikamente, die Chana uns gegeben hat, sind echt stark. So, okay. Nochmal von vorne, Kinder. Gegrüßet seist du, Maria. Okidoki. Gehen wir mal weiter. Finde einen Ausweg. Okay. Er ist Rost. Da. Rost hat mich gefunden. Ja, ihr habt es gefunden. Hier unten. Ich komme. Ich komme. Urmutter sei Dank. Komm, Kind. Nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. So, ihr habt es gefunden. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Ist doch cool, lass mich Nein. das doch behalten. Aloy. Solche Dinge sind gefährlich. Nein! Oh, ein bisschen zickig, die Kleine. Hast schon den eigenen Kopf. Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Okay, sie spielt schon wieder mit ihrem Gerät. Und ich glaube, Ross wird nicht erfreut sein drüber. Was bedeuten sie? Nimm deinen Bogen. Bogen. Bogen? Und kein Murmeln ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Okay, Leute, ich würde aber sagen, wie es dann mit den Jagdgrundkenntnissen weitergeht. Komm schon, sammle die Beeren. Die schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Bleibt auf jeden Fall dran, denn es ist richtig, richtig cool gemacht bis jetzt. Ich habe ja erst eine halbe Stunde gesehen, aber bis jetzt richtig, richtig cool. Machen wir mal schnell Pause. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder auch über ein Like oder kommentiert.
kommentiert fleißig, Leute. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaltet auf jeden Fall ein. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Ciao, ciao, euer Andi.